Hallo, hallo, herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute möchte ich mit euch über ein paar Dinge reden. Unter anderem geht es wieder um Focus Stacking, wo ich diesmal in the field sage, was muss man bei der Aufnahme beachten. Außerdem möchte ich ein bisschen auf Mittelformat eingehen. Ihr werdet zwischendurch ein paar Sequenzen mit Voice-Over sehen. Das Problem ist, dass man ein Funkmikrofon auch einschalten muss. Jetzt geht es einmal weiter mit dem Video. Und dafür nehme ich euch mit nach. I put to my card, I know the cause. Yeah, I put in the work that you don't. Day after day, I work in the play. Yeah, I'll do all the things that you won't. Even when my feet get tired, I will keep on moving higher. I'm the story you don't speak of. I'm the one they call the underdog. Cause every time the push comes too sharp, I'm climbing over you to reach the top. Cause I want everything and nothing at all. Yeah, I want everything and nothing at all. Cause I want everything and zuerst fokussiere ich mal auf den Hintergrundbereich. Im Hintergrund stelle ich dann scharf und löse mit dem 2-Sekunden-Timer aus. Anschließend gehe ich auf den nächsten Punkt in der Bildmitte und dann öffne ich das Bild, gehe auf die 100%-Ansicht und schau, okay, ab welchem Punkt beginnt es einen Schärfeabfall zu geben. Und dann klicke ich genau in diesen Bereich hin, stelle wieder scharf und löse das Bild mit 2 Sekunden Timer aus. Also, warte mal kurz. Das ist eine Mittelformatkamera. Da ist es so, dass der Sensor ziemlich groß ist. Also, das ist 44x33 mm groß und ein größerer Sensor bedarf eines größeren Blendflex. Das heißt, der Ausschnitt, den wir aus dem Kreis, aus dem Lichtkreis machen, ist größer. Das wäre quasi der Ausschnitt bei APS-C. So wäre der Ausschnitt bei Vollformat und wenn ich das gleiche auf die Mittelformat gebe, dann wären wir da irgendwo. Durch die bessere Freistellung und den größeren Öffnungsdurchmesser, wo das Licht durchstrahlt, ist bei Mittelformat die Hintergrundunschärfe deutlicher wahrzunehmen. Um denselben Schärfebereich abdecken zu können, brauchen wir bei Mittelformat eine höhere Blendenzahl. Das ist die kleinere Blendenöffnung. Ich gehe beim Mittelformat so bis zu Blende 16, danach sehe ich einen deutlichen Abfall. Also ich sehe von Blende 11 auf Blende 16 auch schon eine Verringerung der Qualität, eine leichte allerdings nur. Und das ist wirklich Jammern auf höchstem Niveau. Es ist so, dass es häufig notwendig wäre, weiter abzublenden als auf 16. Und das versuche ich zu vermeiden. Aus Qualitätsgründen und daher verwende ich die Technik Focus Stacking. Also ich habe zwei Programme für Focus Stacking.
Das eine ist Helicon Focus und das andere ist Photoshop. Und ja, wie die beiden abschneiden, seht ihr in Kürze. Alright. Was ich auch häufig als Frage bekommen habe schon, ist, was ist eigentlich das hier? Das ist der Aufstecksucher, also für die GFX 100 und die 102 gibt es einen Sucher, den man abnehmen kann. Das heißt, ich kann, das ist mein Bildschirm, das ist mein Sucher, da kann ich reinschauen. Dann gibt es ein Zwischenstück, das ermöglicht es, also das kann man auch abnehmen und man kann es auch nur so verwenden. Wenn ich es schaffe, zack, dann steht wieder Fujifilm vorne um. Damit kann ich ganz normal reinschauen und auch perfekt fotografieren, alles gut, aber ich kann es nicht verändern, die Position. Dann ist es so, dass es, wie gesagt, diesen Tilt-Adapter gibt. Das heißt, das muss ich natürlich extra kaufen, kostet ein Schweinegeld. Kostet viel zu viel meines Erachtens, aber ja, den kann man draufstecken und dann kann ich auf diesen Tilt-Adapter den Sucher draufstecken. Das heißt, wenn ich im Hochformat zum Beispiel fotografiere und weit unten halte, dann kann ich so durchschauen oder ich kann von oben reinschauen, was relativ praktisch ist. Und ich arbeite einfach extrem gern damit und bin froh, dass ich mir den zugelegt habe. Es funktioniert halt einfach gut für mich, es taugt mir und das ist das Wichtigste, finde ich. Zum Focus Stacking. Ich habe jetzt zwei Bilder vorbereitet und ich hätte gesagt, wir starten einfach mit dem ersten Bild, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erhalten, ist es wichtig, als Vorbereitung das kleine Anpassungen schon mal zu machen in Lightroom, also vor allem für die Photoshop-Version ist es wichtig, weil wir senden das Bild, die Bilder von Lightroom zu Photoshop. Die Bilder werden als RAW in Lightroom gehandelt und dann schicken wir es in Photoshop und Photoshop hat nicht die Möglichkeit, RAWs zu öffnen. Für RAWs verwendet es Camera RAW. Und dann, wenn es gespeichert wird, kann es als TIFF oder als PSD oder so gespeichert werden, aber nicht mehr als RAW. Das heißt, ihr erhaltet kein RAW zurück, sondern eine TIFF. Die Basisanpassungen, die globalen Anpassungen, mache ich in Lightroom. Und das schauen wir uns einmal kurz an. Ich habe wieder eine Farbbalance eingestellt. Ihr seht, wenn ich das zurücksetze, es war ein bisschen kühler. Dann habe ich die Helligkeitswerte angepasst, Lichtertiefen. Bin auch bei Klarheit ein bisschen nach oben gegangen, um mehr lokalen Kontrast zu erhalten. Und da schaue ich, dass ich nicht weit über 20 komme, also 20, 25 ist noch okay. Als nächstes die Gradationskurve. Die verwende ich sehr gern, um das gewisse Leuchten zu bekommen. Also wenn ich das mal anschaue, vorher, nachher, also das ist ohne, das ist mit, also alleine beim Berg sieht man das Leuchten stark und beim Schnee im Vordergrund. Was ich auch noch mache, ist das Schärfen, also da schaue ich, dass ich ein feinkörniges Schärfen verwende, das heißt, ich gehe meistens beim Radius der Spur nach unten, also da bin ich jetzt bei 1 geblieben, aber Radius zwischen 0,5 und 1 und bei Details gehe ich hoch auf zwischen 80 und 100. Das Wichtigste allerdings ist das Maskieren. Hier drücke ich die Alt- oder Option-Taste. Es werden nämlich nur die weißen Bildbereiche geschärft und so würde ich das ganz gut finden, so in der Größenordnung. Da bekommt der Teil noch Schärfe und der. Weiter sowie chromatische Aberration und Profilkorrektur angewendet und sonst eigentlich alles so belassen. Damit jetzt alle Bilder gleich ausschauen, muss ich die anderen beiden synchronisieren. Das heißt, ich nehme das erste Bild und mit der gedrückten Shift-Taste wähle ich das letzte aus und somit werden alle drei markiert. Dann gehe ich rechts unten auf Einstellungen synchronisieren, gehe auf Alles auswählen und synchronisieren. Gehe auf rechte Maustaste, bearbeiten in Photoshop als Ebenen öffnen. Somit öffnet sich Photoshop, öffnen sich alle drei Bilder und ja.
wie ihr gesehen habt, habt ihr bei der Aufnahme selbst, ich habe zuerst das da hinten fokussiert, dann habe ich im mittleren Bereich fokussiert und dann habe ich da vorne fokussiert. Das heißt, die erste Nummer, die 3722, sollte vom Hintergrund sein. Und da können wir uns jetzt schon mal anschauen, quasi bei 100%, können wir schon mal nach hinten gehen und schauen, okay, ja, tatsächlich, Berg ist scharf, die Steine sind noch scharf, da vorne, da ist es dann schon weich. Das darf aber auch so sein. Aber bis zur Hälfte ist es eigentlich ganz gut von der Schärfe. Und da übernimmt dann das zweite Bild, also wenn wir da schauen, wenn wir da nochmal reingehen auf 100%, sieht man, okay, das ist gut, bis circa hierhin, und da übernimmt dann das dritte, da sieht man, perfekt, das schaut gut aus, bis ganz vorne. Wenn man beim Augensymbol die einzelnen Bilder ausschaltet und anschaltet, dann sieht man, also vor allem bei diesem hier zum Beispiel, sieht man, ist wie so einen kleinen Versatz. Und der Versatz ist nichts anderes als das Focus Breathing, was jedes Objektiv hat. Also wenn man den Fokusring dreht, also nicht den Zoomring, sondern den Fokusring, dann gibt es auch eine Brennweitenveränderung. Das ist als Focus Breathing, ist uns jetzt aber egal, weil wir gleichen das ja eh aus. Deswegen der erste Schritt ist ganz entscheidend. Wir wählen wieder mit der gedrückten Shift-Taste alle drei Ebenen aus, gehen auf Bearbeiten, Ebenen automatisch ausrichten, gehen auf Auto und OK. Dann werden die drei Ebenen automatisch ausgerichtet. Wie praktisch. Selbst würden wir da ewig brauchen und wahrscheinlich auch kein passables Ergebnis erzielen können. Das hat wirklich super Arbeit geleistet. Es funktioniert hervorragend. Es passt perfekt übereinander. Genau. Ich mache mit Steuerung J, Command J, eine Kopie der drei Ebenen. Und diese drei Ebenen gruppiere ich mit Steuerung G, wie Group, also Command G. Wenn ein Fehler passiert ist, kann ich aus der Ebene den richtigen Bildteil holen und das dann damit kompensieren. Jetzt habe ich die drei Ebenen ausgewählt, gehe auf Bearbeiten, Ebenen automatisch überblenden und da gehe ich auf nahtlose Töne, inhaltsbasierte Füllung der transparenten Bereiche und Bilder stapeln. So wie ich vermutet habe, vielleicht habe ich es ja schon vorher probiert, gibt es Probleme. Auf den ersten Blick schaut es super aus, von der Schärfe her natürlich auch. Wir schauen vorne, das passt gut, dann gehen wir weiter, scharf. Genau, hinten alles super. Und dann gehen wir in den Bereich der Wellen und dann sehen wir, da ist eine da ist eine Welle, die ist abgeschnitten, da ist wieder eine abgeschnittene Welle, hinten gibt es, es wirkt einfach sehr unglaubwürdig und auch der Vordergrund, also da sind auch so Zacken, Stufen und das ist nicht schön. Wenn wir uns anschauen, wie Photoshop da vorgegangen ist, dann sehen wir, das ist die erste Ebene, da sind Bereiche aus dem Wasser genommen worden, aber nicht alles. Bei der zweiten Ebene sind da Bereiche genommen worden und da hinten, wie so ein Puzzle. Und das Puzzle passt halt nicht immer perfekt zusammen. Yes. Und jetzt wollen wir diesen Bereich durch einen anderen ersetzen. Ich gruppiere das jetzt einmal mit Steuerung G, Command G wieder und blende mir das einmal aus. Und jetzt blende ich das andere von vorhin ein. Und jetzt würde ich diesen Bereich da nehmen. Also jetzt brauche ich, wie gesagt, diese Ebene als oberste Ebene und würde dann die Sachen wegmaskieren, die ich nicht benötige. Das heißt, die eine Ebene kann ich schon mal löschen, die reduzierte, weil die ist eh nicht gut.
Und dann kann ich diese Ebene nehmen und mit der gedrückten Alt-Taste schiebe ich sie rauf. Das heißt, ich erstelle einfach eine Kopie davon. Alt oder Option. Genau. Das heißt, wenn ich da jetzt wieder auf den Vordergrund gehe, auf meine Gruppe 2, also auf mein Hauptelement, sage ich jetzt einmal, auf das fertige Focus-Stack, und mit der gedrückten Option-Taste eine Maske erstelle, kriege ich eine schwarze Maske. Das heißt, ich sehe wieder mein Focus-Stack. Ich sehe wieder, da ist alles scharf, da ist alles scharf und hinten ist alles scharf. Aber das Problem ist, dass das Wasser noch furchtbar ausschaut. Also wir sind jetzt da in der schwarzen Maske drin. Jetzt müssen wir diesen mit dem Pinsel diesen hinein kopieren, quasi hinein pinseln. Und wenn wir das machen, dann sehen wir, es wirkt gleich viel ordentlicher, viel schöner. Man sieht auch vorne in der, also wenn man da nochmal schaut, der Übergang, es wirkt einfach nicht sehr, sehr realistisch. Und da muss ich schauen, dass ich eben, dass sich die Linie, dass die nicht einfach aufhört, weil das ist unrealistisch. Genau, und die Welle da, genau, das ist, passt auch nicht. Ja gut, die könnte bleiben. Also man muss jetzt auch nicht übertreiben, aber solche Kanten wie hier zum Beispiel, das muss ich auf alle Fälle vermeiden. Ah, es schaut gut aus. Das hat gut funktioniert. Das Hauptproblem war wirklich das Wasser. Und wenn wir jetzt schauen, es wirkt viel natürlicher. Die Wellen schauen gut aus. Den Zwischenteil nehmen wir jetzt vom zweiten, von der zweiten Ebene. Und da gehe ich wieder so vor, dass ich Alt oder Option drücke, das raufziehe und dann quasi die Gruppe wieder anzeige. Dann mit der gedrückten Option-Taste eine Maske erstelle und dann das reinpinsel, diesen Bereich. Das heißt, jetzt habe ich einen ziemlichen Aufwand schon gehabt mit der Korrektur, habe sehr viele Ebenen erstellt, die Gruppe könnte ich jetzt wieder löschen, einmal von Haus aus Gruppe und Inhalt löschen. Dann bleibt nur diese Gruppe zurück. Diese könnte ich jetzt quasi aus mit der schon bekannten Steuerung Shift Alt und E, Command Option Shift E. Dann ist es auch wichtig, dass man den Rand ein bisschen beschneidet dann. Man sieht, es ist weich durch das Focus Breathing. Dann habe ich die eine Ebene und das schließe ich einfach. Direkt nach dem Schließen passiert nämlich, es wird gespeichert. Sobald es gespeichert ist, gehe ich zurück. Zurück in Lightroom habe ich dann wieder die drei Bilder plus das Focus Stacking, das Ergebnis, was wir da gewonnen haben. Und man sieht auch, es ist ein TIFF-File. Genau. Und so wäre der Workflow über Lightroom und Photoshop. Thank you.
Die für mich angenehmere Variante ist über Helicon Focus. Da wähle ich die beiden aus, gehe rechte Maustasten, exportieren und dann gehe auf Helicon Focus. Dann öffnet sich dieses Programm. Ja, genau. Da werden jetzt alle drei Bilder hineingeladen. Man sieht's. Hier sind die Bilder. Da ist der Fortschritt vom Laden. Auch hier kann das natürlich ein bisschen dauern, aber man sieht, es geht relativ schnell. Die Ansicht, die ich habe, ist die RAW-Ansicht, also nicht wundern. Da sind jetzt alle drei Bilder ausgewählt. Das heißt, das passt schon mal so. Und dann kann ich unten auf meine gewünschte Render-Option gehen. Und da gehe ich jetzt auf Methode B, Tiefenabbild. Links unten sieht man jetzt da den Fortschritt vom aktuellen Renderverlauf. Ah, da hat er einen Fehler. Da auch. Hinten geht's gut. Man sieht, dass es auch nicht immer perfekt ist. Das stimmt offenbar. Und hier müsste ich jetzt wieder ähnlich vorgehen. Okay. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen, das Helicon Focus schließen und es gespeichert wurde, dann habe ich in meinem Lightroom, in meiner Lightroom-Struktur öffnet sich, also wird es dann direkt hineingespeichert. Genau, also das ist jetzt das Bild von Helicon Focus. Man sieht, es gibt kleine Bereiche, wie hier zum Beispiel, die nicht sauber sind, also vor allem bei so bewegten Wellen und so, tun sich beide Programme schwer. Auch vorne sehe ich gerade, dass das nicht ganz sauber ist. Also es ist dort und da Raum für Verbesserung, aber es ist natürlich auch verständlich, dass solche Bilder fehleranfällig sind. Wenn ihr Bilder macht, wie dieses hier zum Beispiel, dann ist sehr stark darauf zu achten, dass die Wasserbereiche sauber sind. Wenn man jetzt da ganz schnell schaut, finde ich trotzdem, dass Helicon Focus den besseren Effekt hat, also den saubereren Übergang. Es ist nicht perfekt, aber es ist meines Erachtens besser. Ich habe es ja bei anderen Bildern schon gesehen, dass es einfach sauberer funktioniert, wo es deutlicher ist, also wo es deutlichere Linien gibt, wo es deutlichere Strukturen gibt. In dem Fall müsste ich jetzt Photoshop auch noch bemühen und genauso vorgehen. Die Ebenen quasi beide öffnen, also die Ebene, wo das Wasser drinnen ist, das ich gern hätte, und diese Helikon-Ebene, und anschließend das so maskieren. Als wir zu diesem Platz gefahren sind, war die Lichtstimmung ist schon dämmerig gewesen und war wirklich schon sehr schön. Und als wir dann ausgestiegen sind, war die Stimmung recht angespannt, weil sofort eine fette Wolke drüber gezogen ist. Nach kurzer Zeit ist der Schnee wieder weggegangen und der Berg hinten hat das Morgenlicht abbekommen. Der Berg hat sie auch im Vordergrund gespiegelt und das war wirklich wunderschön. Also das war echt der Top. Ja, da hat man wirklich Glück gehabt, dass das so war. Thank you.
Alright, dann vielen Dank fürs Wiedereinschalten. Hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Gerne teilen das Video. Ich weiß, das ist nervig, das hört sich schon tausendmal. Thumbs up und ja, abonniert den Kanal. See you next time. Ciao, ciao. Thank you.